Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, denn wir machen heute ganz leckere, knackig frische, karamellisierte Mandeln, wie ihr sie besser noch nicht gegessen habt, bin ich mir fast ganz sicher. Und hier kommen schon die Zutaten. Wir brauchen eine Packung Mandeln, da nehme ich die von Gut und Günstig aus dem Edeka, aber ihr könnt jede andere Packung auch nehmen. 125 Milliliter Wasser, etwas Zucker, eine Messerspitze Zimt, eine Teelöffel Vanillezucker und 10 Minuten Zeit. Ihr könnt auch ein bisschen mehr von dem einen oder anderen nehmen, also mehr Zucker oder ein bisschen mehr Zimt, spielt keine Rolle. Herd auf volle Pulle bitte aufheizen. Zuerst geben wir die Zutaten, den Zucker, den Vanillezucker und den Zimt in eine Schüssel, verrühren das Ganze. Da hinein kommen auch schon die ganzen Mandeln, das Wasser kommt dazu und dann gebt ihr einfach die Zucker-Zimt-Vanillezucker-Mischung da hinein. Und jetzt geht's rund. Ich habe heute das Telefon mitlaufen lassen, um euch zu zeigen, dass es wirklich allerhöchstens 10 Minuten braucht, um dieses Rezept zu machen und um daraus die besten gebrannten Mandeln der Welt zu machen. Das Wichtigste ist, dass ihr dabei bleibt und immer schön rührt, denn es dauert nicht lange, bis hier was passiert. Nach einer Minute fängt das Ganze an zu köcheln, denn wir haben natürlich eine halbe Suppe hier drin. Das heißt, das ganze Wasser fängt jetzt an, langsam zu verdampfen. Und das ist auch Sinn und Zweck der Übung, denn durch das Verdampfen werden die Mandeln schonend gegart und so, dass ihr sie auch gut beißen könnt am Ende. Sie werden nicht weich und nicht matschig, keine Angst, aber so wie eben gebrannte Mandeln sein sollen. Das fängt richtig an zu kochen. Ich binde mir immer eine Schürze um, weil es ein ganz kleines bisschen manchmal aus dem Topf rausspritzt, aber nicht viel, also das darf nicht so viel sein. Nach 2 Minuten verdampft immer mehr Wasser, das ist ganz normal. Auf jeden Fall immer weiter rühren und dabei bleiben. Sinn und Zweck der Übung ist einfach, dass das komplette Wasser erstmal verdampft. Und dann passiert das nächste, was ich euch gleich erkläre. Ja, ihr seht hier schon, wie fast das ganze Wasser jetzt verdampft ist. Dann wird der Zucker krümelig. Also es gibt eine in der 6. Minute, jetzt haben wir es, genau, in der 6. Minute ist es bei mir, aber es kann bei euren Töpfen auch anders sein. Dann fängt das an, so cremig zu werden und Blasen zu werfen. Es ist jetzt aber immer noch ein bisschen Wasser drin. Das muss alles raus. Also keine Panik, immer weiter rühren. Und jetzt an dieser Stelle seht ihr, wie der Zucker krümelig wird. Das heißt, er wird erst krümelig und verflüssigt sich danach. Also im letzten Schritt bekommt ihr erst Karamell. Und diese Mandeln, die ihr jetzt habt, die wollen wir nicht haben. Also manchen Leuten schmecken die ja. Ihr seht es jetzt auf dem Löffel. Das ist nicht das Ergebnis, was ich haben möchte. Genau jetzt seht ihr das. Wenn ihr die jetzt raustut und die schmecken euch so, dann macht es. Ich möchte aber eine Stufe weitergehen. Ich will unbedingt eine leckere Zucker-Karamellschicht, die richtig knackt im Mund. Das möchte ich haben. Und alle, die das noch haben wollen, die warten jetzt einfach noch eine Minute. Denn dann fängt das Ganze an, flüssig zu werden. Also der Zucker verflüssigt sich. Das ist eine super heiße Angelegenheit. Also kommt bloß nicht an den Topf oder in die Nähe der Mandeln. Wenn das Karamell entsteht, erstens riecht ihr das und zweitens seht ihr das auch, denn die Mandeln fangen dann an zu glänzen. Durch das Karamell fangen die an zu glänzen. Und ihr rührt einfach immer weiter, bis das komplette Zuckergekrümel geschmolzen ist, karamellisiert ist und alle Mandeln eine schöne braune Farbe bekommen haben und alles von dieser glänzenden Karamellschicht überzogen ist. Ihr seht es hier, immer mehr Mandeln fangen an zu glänzen und es riecht jetzt auch sehr stark nach Karamell. Es darf auf keinen Fall verbrannt riechen. Dann schaltet ihr die Hitze zurück, wenn ihr merkt, es fängt an verbrannt zu riechen. Also ihr müsst da wirklich aufpassen, aber eigentlich könnt ihr nichts verkehrt machen, wenn ihr euch genau an dieses Rezept haltet. Ich nehme jetzt auch mal die Pfanne hoch, damit nicht zu viel Hitze von unten kommt und merke jetzt auch, wie braun der Zucker wird. Also der wird richtig schön geröstet, das Karamell entsteht. Ja, was soll ich sagen? Wenn die Mandeln alle glänzen, sind sie komplett von Karamell überzogen und dann ist der richtige Zeitpunkt erreicht, um den Topf oder die Pfanne vom Herd zu nehmen und ihr seht schon, wie das Karamell blubbert. Das ist super, super heiß, kommt da ja nicht ran irgendwie mit dem Finger oder so. Dann ab damit auf ein Backpapier, ganz wichtig, nehmt unbedingt Backpapier, dann lässt sich das nachher auch schön ablösen und streicht die so aufs Blech. Ja, also streichen ist hier wirklich der richtige Ausdruck. Und dann lasst ihr das Ganze für circa 10 Minuten abkühlen, sonst verbrennt ihr euch die Zunge. Bitte beherzigt meinen Ratschlag, denn ich habe mich auch schon mal verbrannt, ist aber schon eine Weile her.
Nach 10 Minuten könnt ihr die Stücken ganz einfach auseinanderbrechen. Die Mandeln lassen sich in so Stückchen teilen, das ist kein Problem. Die sollten ganz leicht vom Backpapier abgehen. Ihr könnt die jetzt in kleine Zellophanbeutel füllen oder in kleine Schachteln geben. Gebt aber immer ein Stück Backpapier mit rein oder irgendein Tütenpapier, damit die nicht festkleben. Also bitte auf keinen Fall Küchenrolle verwenden, sonst klebt euch das fest. Und dann sagt mir bitte, wie es euch geschmeckt hat und ob es euch geschmeckt hat und ob ihr es nachmachen wollt. Und wenn ihr es nachgemacht habt, schickt mir bitte Bilder auf Instagram mit Hashtag KatisWeltTV oder auch gern auf Facebook, da findet ihr mich auch unter KatisWeltTV. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt oder mir einen Kommentar da lasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, eure Kati.